Oh, was haben wir denn hier? Ein Metzger, der voll liegt und eine Gänsezucht, die voll liegt. Werde Zeuge der Metamorphose dieser Gänse zu Schweinen. Die Siedler in einer Mission nur vegan ernähren, also nur Brot. Nur vegan? Das klingt sogar halbwegs lustig. Bei allen Qualitäten, die Siedler hat, hat es als Content Creator auch einen Nachteil. Die üblichen Challenges sind nicht wirklich anwendbar. Ich habe sogar ein ganzes Video über die Durchführbarkeit von Pacifist Runs, wie sie sogar in Age of Empires zulässt. Aber vor einigen Wochen kam, während der übrige Twitch-Chat mich zwang, mich durch den Bau von viel mehr Schwefelminen, als man je bauen sollte, zu handicappen, der vorhin gezeigte Vorschlag von Panda Jaguar. Und das klang sogar ziemlich machbar. Also entschied ich mich, das Ganze an den drei Völkerkampagnen zu testen. Gespielt wird mit der aktuellen Settlers United Version einschließlich meines Ultimate Balance Overhauls, was potenziell ein paar angepasste Strategien ermöglicht, aber auch die KI begünstigt. Die Regeln sind relativ einfach. Unsere Siedler müssen vegan leben. Die offensichtliche Konsequenz ist, dass wir unsere Minen ausschließlich mit Brot ernähren können. Es gibt aber noch eine weitere völkerspezifische Einschränkung, mit der wir später konfrontiert werden. Fleisch ist kein großer Verlust, aber Fisch fehlt wirklich, da er zum einen als Lieblingsnahrung für die Goldminen dient und zum anderen schnell und einfach produziert werden kann, sodass er auch als Trash-Food für Eisenminen oder zur Überbrückung einsetzbar ist. Zwecke, für die Brot definitiv nie vorgesehen war. No. This isn't how you're supposed to play the game. Um sicherzugehen, dass wir die Regeln einhalten, werden die Verteilungsregner für Fisch und Fleisch so umgestellt, dass nur die Schwefelmine beliefert wird, die wir in diesen Missionen ohnehin nicht benötigen. Wir können außerdem einen Marktplatz benutzen, um Fleisch und Fisch, mit denen wir starten oder die wir beschlagnahmen, sicher zu lagern, ohne dass ein anderes Gebäude sie anfordern kann. Wenn man die Challenge etwas vereinfachen möchte, kann man natürlich auch den Verbrauch der Startvorgaben und von anderweitig erworbenem Fisch und Fleisch erlauben, aber darauf haben wir verzichtet. Bevor wir uns ansehen, wie die Challenge ablief, eine kurze Mitteilung in eigener Sache. Ihr könnt die komplette Stream-Aufzeichnung auf meinem VOD-Kanal Ultimate Stream Dash finden und euch im Zweifel überzeugen, dass ich wirklich die komplette Challenge vegan gespielt habe. Mein aktuelles Ziel ist es, für diesen Kanal die Monetarisierung freizuschalten, wozu er aber die 1000 Abonnenten erreichen muss. Falls ihr es noch nicht getan habt, möchte ich euch daher kurz bitten, einmal rüberzugehen. Keine Sorge, ich werde noch hier sein, wenn ihr zurückkommt. Jetzt, wo ihr hoffentlich zurück seid, schauen wir mal, wie die Challenge das Spielgefühl verändert. Wir beginnen natürlich mit Römermission 1, die den Ruf hat, dass man sie nicht verlieren kann. Tatsächlich kann die KI aber auf Normal durchaus angreifen, wenn ihr euch wirklich langsam entwickeln solltet. Was mir aber selbst als dummes Kind bisher nur einmal gelungen ist. Wie sich aber herausstellte, ist selbst feinstes Brotextrakt nur mäßig geeignet zur Versorgung einer ganzen Siedlung voller ehemaliger Omnivore auf hartem Entzug. Die zuverlässige Versorgung aller Minen erfordert auch etwas mehr Mikromanagement als erwartet, sonst wurde nämlich entweder Gold oder Eisen zum Flaschenhals. Es sah also zunächst etwas düster aus. Aber wie sich herausstellte, war meine Soldatenanzahl gar nicht das Problem. Ich hatte nur den Fehler gemacht, meine stärksten Soldaten in Türme zu stellen, während die KI Axtkämpfer gegen mich einsetzte. Im direkten Kampf waren meine wenigen L3-Soldaten völlig ausreichend, zumal die KI auf diesen Karten auch nicht viel Kampfkraft besitzt. Zusätzlich waren die Schild- und Blitzzauber sehr hilfreich, um die zahlenmäßige Überlegenheit des Gegners auszugleichen. Ab Mission 2 verliefen die Dinge wieder wesentlich geordneter, allein schon, weil wir jetzt gegen Mayas spielten. Aber auch, weil ich aus meinen Fehlern in Mission 1 gelernt hatte. Eine frühe Brotproduktion ist natürlich wichtig, aber Mana ist unter diesen Bedingungen deutlich profitabler, um unsere begrenzte Streitmacht waffen zu können. Und das, obwohl mit Fischreichtum und Fisch zu Stein gleich zwei Zauber komplett rausfallen. Stein, der aus Fischen gemacht wurde, ist natürlich nicht mehr vegan. 6 Getreidefarben, 3 Mühlen und 6 Bäckereien können mit etwas Mühe eine Waffenschmiede und 1 bis 2 Goldschmelzen durchfüttern. Und das war auch ab hier stets mein Ziel, aber darüber hinaus war Mana in jeder Hinsicht besser. Ab Mission 2 wurden wir nicht mal mehr unprovoziert angegriffen und das Schwierigste in Mission 3 war, dass die Mayas recht viele Soldaten produzierten. Aber nichts, was die Bogenschützen-Kombo nicht korrigieren kann. Den Rest regelten die fast 1500 Mana, die wir in der Mission produziert haben. Wikinger Mission 1 hatte mir von allen wohl am meisten Sorgen gemacht, gefolgt vom Finale der Maya-Kampagne. Hier muss man den Start auch etwas optimieren, um den Platz voll zu nutzen, aber meine eigentliche Sorge war, dass uns die Rohstoffe ausgehen könnten. Die Hauptspielkarten sind oft nicht allzu großzügig, was Bodenschätze angeht, und das kombiniert mit der regelmäßigen Verstärkung der KI per Skript ließ mich fürchten, dass wir am Ende in eine Pattsituation geraten, die nicht mehr aufgelöst werden kann. Die offensichtliche Lösung wäre natürlich, dass wir irgendwann auf Magie ausweichen, aber als Wikinger gibt es da ein Problem. Für Mana müssen wir Met produzieren und dazu brauchen wir Honig. Honig ist nicht vegan. Zugegebenermaßen ist der Met ja nicht für unseren eigenen Konsum bestimmt, aber vegane Siedler werden wohl kaum nicht vegane Opfergaben erbringen. Unsere einzige Mana-Quelle wäre also der Bau von großen Tempeln, was auf diesen Karten in der Größenordnung nicht ansatzweise realistisch wäre. Dadurch fehlen uns nicht nur die Kampfzauber der Wikinger, sondern auch ihr Umwandlungszauber.
Der hätte es uns ermöglicht, Steinminen, die immerhin wie gehabt mit Brot wunschlos glücklich sind, als kombinierte Eisen- und Kohleminen zu betreiben. Und so nervige Wüsten hätten wir so auch loswerden können. Aber das sollte heute einfach nicht sein. Als Wikinger müssen wir auf Magie verzichten. War aber okay, am Ende hat trotzdem alles gut hingehauen. Der Großteil der gespawnten Truppen aus der Fähre sind Bogen- und Blasrohrschützen. Man kann also einfach ein paar Türme in den Weg bauen. Ein Lazarett hilft zusätzlich dabei, die eigenen Verluste gering zu halten. Soldaten sind in dieser Challenge schließlich sehr teuer. Generell müssen wir aber in dieser Challenge bereit sein, unsere Soldatenlevel immer wieder umzustellen, je nachdem, ob wir gerade Gold oder Waffen überproduzieren oder ein 1:1 Verhältnis haben. Wikinger Mission 2 lässt uns sogar mit einer Getreidefarm starten. Und 8 Schweinchen, für die ich sogar ein Gehege bauen wollte, nur um festzustellen, dass Marktplätze gar keine ungeschlachteten Nutztiere anfordern können. Das Lager hätte es zwar gekonnt, aber so committed war ich jetzt auch wieder nicht. Mission 3 greift uns mit genug Goldbarren für 20 L3er unter die Arme, aber auch so sind die Missionen mit den großzügigeren Startvorgaben ziemlich angenehm, da wir unser 636-Ziel wesentlich schneller erreichen können. Maya Mission 1 hätten wir im Grunde genommen auch überspringen können, da wir wie im Longplay gar keine Siedlung bauen. Mission 2 lässt uns netterweise mit einer Ziegenzucht starten. Nun ist die Ziegenzucht allein jetzt nicht verboten, aber sie hätte wertvolles Getreide konsumiert, also habe ich sie abgerissen. Rückwirkend betrachtet hätte ich den Mayas wohl ein paar Haustiere zugestehen können. Die Transporte der Wikinger können wir, lange bevor sie eine gefährliche Soldatenmenge transportieren würden, unterbinden. Danach spielt es sich weitgehend wie eine normale Inselkarte mit allen Vor- und Nachteilen. Erhöhte Fährenkapazität gibt es in Settlers United bisher leider nicht, aber wir produzieren auch nicht so schnell die Soldaten, dass wir mehr als 2 Fähren auslasten könnten. Maya-Magie könnte aber in dieser Challenge die mit Abstand profitabelste sein. Holz zu Gold sowie in einem geringeren Ausmaß Beförderung ersparen uns einen langsamen Goldgrind. Dafür sind aber natürlich die Kampfzauber nicht so allgemein einsetzbar. Und damit sind wir auch schon beim großen Finale. Das hier ist die einzige Mission, abgesehen von Römer 1, in der wir überhaupt unprovoziert angegriffen wurden. Die Römer mit unseren Staatssoldaten handlungsunfähig zu machen, ist nicht nur die Standardstrategie, in dieser Challenge halte ich sie sogar für absolut notwendig, damit wir überhaupt eine langfristige Eisenquelle haben und nicht zwischen beiden KIs zermürbt werden. In dieser Mission skalieren wir die Nahrungsproduktion etwas runter, dafür erhalten wir aber 2 tolle Wüstenstücke, wo wir Agaven kultivieren können. Die Map ist fast schon wie gemacht für diese Challenge. Den Steinkopf bauen wir aber auch, sobald sich die Gelegenheit bietet. Das dafür erhaltene Eisen hat die üblichen Engpässe sogar erstaunlich lang aufgefangen. Ansonsten ergab sich eine Möglichkeit, wo wir die Challenge hätten umgehen können, denn die Römer hatten auf ihrem Gebiet eine Kohlemine gebaut, die sie natürlich KI-typisch mit allen Nahrungsmitteln versorgt haben. Theoretisch hätte man hier nicht vegane Nahrung gegen Kohle eintauschen können, ohne gegen die Regeln zu verstoßen. Aber wir haben trotzdem einfach mal alles beschlagnahmt. Und so kam es, dass die Siedler allesamt Veganer wurden. Um ehrlich zu sein, hatte ich mir ein paar Hürden mehr erhofft, aber auf der anderen Seite waren das ja auch nur die Intro-Kampagnen. Wenn ihr möchtet, können wir die Tauglichkeit des Veganismus bald mal gegen das dunkle Volk erproben. Oder wir probieren eine andere Challenge aus, wie nur L1, Carnivore Challenge, nur Spezialeinheiten oder nur Hauptmänner. Beachtet aber, dass es mir bei solchen Challenges nicht allein um die Schwierigkeit geht, sondern auch darum, ob sie interessante Spielweisen herbeiführen. Und bis es soweit ist, will ich eh noch ein paar Longplays für den VOD-Kanal machen.